Playoff-Viertelfinale, Spiel 3. Die Kölner Haie treffen auf den ERC Ingolstadt. Spiel 1 und 2 ging an die Panther. Und Köln in Rot musste heute liefern. Uvira, erste Möglichkeit nach 3 Minuten für die Haie. Aber Jochen Reimer mit der ersten Glanztat. Uvira, klasse, wie er den Puck da klaut und dann sofort abzieht. Aber Reimer zur Stelle. Ingolstadt im ersten Drittel dann mit der ersten guten Möglichkeit in der 18. Spielminute. Meschinter prüft Gustav Wesslau. Aber auch da ist der Schwede zur Stelle. Keine Tore, also im ersten Drittel. Zweiter Abschnitt, die Haie mit der ersten Möglichkeit und wieder klasse Parade von Reimer nach diesem Schuss von Genaway. Und dann ist Reimer zur Stelle mit der Fanghand, verhindert den Rückstand. Was ist mit Ingolstadt? Die kommen über Elsner, über Greilinger und dann ist Elsner wieder zur Stelle, hält den Schläger rein, Führung für die Gäste aus Ingolstadt. Elsner bereitet es selbst vor, sieht Greilinger und der mit dem Auge wieder für Elsner. 1:0, 30. Spielminute, die Panther in Führung. Die Antwort der Kölner Haie dauert nicht lange. Oblinger setzt sich durch. Oblinger und dann dieser Pass durch die Beine auf Uvira. 1:1, Ausgleich für die Haie. Aber die Vorarbeit von Alex Oblinger, der sich hinterm Tor durchsetzt und dann diesen Pass durch die Beine spielt auf Uvira. 1:1. Köln also wieder zurück im Spiel. Und mit der nächsten Chance ein Konter über Rokitica. Köln dreht das Spiel, führt mit 2:1, keine Chance für Reimer. Das, was Ingolstadt in den ersten beiden Spielen top gemacht hat, nämlich gut gekontert, das kann auch Rokitica. Und so gehen die Haie mit einer Führung in den Schlussabschnitt. Überzahlspiel Ingolstadt, 3 Minuten vorbei. D'Amigo, und dann, wo ist der Puck? Hinterm Tor, Collins jubelt und die Schiedsrichter sagen kein Tor und wir schauen hin. Das Spiel lief 2,5 Minuten weiter. Danach gab es den Videobeweis und dann sehen alle, der Puck geht an Wesslau vorbei und da ist er mit dem Handschuh hinter der Linie. Von hier oben noch mal besser zu sehen. Da ist der Puck hinter der Linie. Ausgleich Ingolstadt. Kurioses Tor. Die Uhr wurde 2,5 Minuten wieder zurückgesetzt. Dann Köln noch im Schlussabschnitt. Nochmal mit der Möglichkeit über Tica. Aber Reimer wieder auf dem Posten, verhindert die Führung der Haie. Es ging wieder in die Overtime. Und Ingolstadt mit dem Puck. Dann abgefangen von Jones. Konter über Dumont. Dumont versucht und dann ist der Puck im Tor. Köln gewinnt Spiel 3 durch diesen Treffer von Jones. Auch da gab es nochmal den Videobeweis, aber die Schiedsrichter gaben den Treffer und Köln holt diesen wichtigen Sieg gegen Ingolstadt. It's been like that the whole series. Game down there, I thought we put in a solid effort. And we easily could have came out there with the win and be up 2-1 right now, but and this team's not going to give up. We got too much heart in that locker room. Ja, ich glaube, beide Mannschaften haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Köln hatte die Fans im Rücken und hat auch gut gedrückt dann teilweise. Und ja, den Konter gut ausgenutzt und dann ist das Tor gefallen. Das kann man ja anders sagen. Köln also mit dem ersten Sieg in dieser Serie in Spiel 3. Am Freitag geht's weiter, dann wieder in Ingolstadt.